Wie ist der offizielle Weg hierhin? Ich habe mich jetzt runterfallen lassen, aber... Hm, ja. Vielleicht hätte ich auch einfach die Leiter hier nehmen können. Weil da hinten war noch ein Item, das ich gerne hätte. Good day. You look reasonably sane. What are you doing in the catacombs? Are you a cleric or something? Nein. No? Really? Then I'd have no qualms telling you. There's a fine stash of treasure right down that hole. I found it first, but well, we're friends now. So I'll split it with you. In any case, have a look. It'll shimmer you blind. There. That hole. Take a closer look. Where's the issue? What's your problem? Take a peep in the hole and check out that treasure. Hier? Arschloch. Och. Das sind die anderen armen Seelen, die er da runtergeworfen hat. Schädellaterne. Was ist das für ein Geräusch? Da sitzt jemand. Da sitzt ja jemand. You're no hollow, are you? Thank goodness. Please be careful. There are two fierce hollows not far from here. They were once brave knights. My former escorts. Who would let such strong spirits be hollowed so? Heavens, is there nothing? Nothing at all to be done. Ist es die? No, thank please, they were one. Ist es die, die am Feuerbandschrein war? Die mit den Klerikern, die mit den Klerikern in die Katakomben gegangen ist. Sind. Und der eine ist ja wieder zurückgekommen, der Vollidiot. Ja, das sind die. Mach eine Hinterrücksattacke. Ja, das waren die zwei Begleiter. Der eine ist nicht mit, der ist wieder zurückgekommen. Der hat die irgendwo unterwegs verloren, hat er erzählt. You banished those two hollows, did you? Ja. It pains me to think of the trouble my failings have caused. I'm certain that both Vince and Nico are grateful to you. Thank you so very much. Here, these belonged to them. You deserve them more than I. Ein Wunder. I'm certain that both Vince and thank you. Ja, und du willst jetzt da hocken bleiben, oder was? I'm certain that both Vince thank you. Ja, viel Spaß dabei. Dann bleib halt hier sitzen. Ah, komm, ich schätze dem Item hier. Was ist das?
komischen Fleischklumpen in der gemalten Welt von Ariamis haben mir ja schon gereicht. Deswegen schieße ich jetzt lieber auf die Dinger. Was zur Hölle ist das? Ganz viele verschmolzene Skelette oder was? Ich trau den nicht so wirklich über den Weg. Bist du der Letzte? Okay, jetzt rastet er komplett aus. Das sind noch eine. Okay, die sind gar nicht so stark, wie ich gedacht habe. Vor allem hat mein Speer eine höhere Reichweite als die. Okay, da habe ich mich schon im Aussehen ein bisschen erschrecken lassen. Alle können wohl nichts. So, jetzt will ich mal gucken, was hier unten noch alles ist. Ich meine, irgendwie muss ich aus dem Loch ja wieder rauskommen. Jetzt passiert hier unten schon wieder so viel, dass ich mich gar nicht darauf konzentrieren kann, dass mich der Penner da runtergetreten hat. Geht's hier irgendwo weiter? Hier. Geht's hier weiter? Oh, das ist neu. Okay. Hab verstanden. Ah, das sind noch zwei hinten dran. Also ich muss ja sagen, ne? Auch wenn das Gebiet mega ätzend ist und so dunkel ist und so weiter. Ich meine, die Entwickler von Dark Souls, die wollen ja nicht einfach nur ein schweres Spiel oder so machen. Ja, das war offensichtlich, dass hier eine geheime Wand ist. Wo bin ich jetzt? Ah! Okay, ja, ich verstehe, ich verpiss mich direkt wieder. Ich hoffe, hier unten gibt es nichts Wichtiges, was ich übersehen habe. Da war doch hier, oder? Oh, you. I. Well, let's just calm down. Talk about things. I did you wrong, but I didn't mean it. These temptations. They can. Well. Overcome me. You know what I mean, don't you? Please, forgive me. You and me, we're jolly undead outcasts, aren't we? Soll ich ihm verzeihen? Nein. For heaven's sake, let's not mope about, eh? You're still alive. I said I'm sorry. Wait, I know. Here, take this. It proves something, doesn't it? Allein für die Lache. I did you wrong. These, you know what I'm. Ach, ich würde ihn so gern. Problem bei Dark Souls ist, man weiß es einfach nicht. Ich habe den Typ in der goldenen Rüstung gerettet. Was passiert? Er tötet die Feuerhüterin. Der Typ hier ist ein Arschloch. Aber vielleicht kann er mir später helfen. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Es
so als tatsächliche Entschuldigung. Vielleicht fällt er mir auch bei der nächsten Gelegenheit wieder in den Rücken. Wo führt denn die Leiter hier hin? Ach, das ist die zum Leuchtfeuer. Oh. Ich habe schon so viele unschuldige NPCs in dem Spiel getötet. Ich lasse den jetzt mal leben. Was zur Hölle bist du? Was zur Hölle bist du? Du bist auf alle Fälle nervig, das bist du. Ah, wenn er die Attacke macht, kann er schon gut anfangen, weil er dann dumm auf dem Boden liegt. Oder er fällt einfach runter, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Jetzt lebt er noch. Da vorne ist ein Nebel. Keine Ahnung, ob es hier zum Boss geht. Ich habe genug Flakons. Ah, das könnte denn... Oh Gott. Warum? 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 Hier oben habe ich mehr Platz, um gegen dich zu kämpfen. Warum ist hier so ein verdammter schwarzer Ritter? Du hörst gefälligst auf mich zu schießen. Wieso ist hier ein schwarzer Ritter? Das macht überhaupt keinen Sinn. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. So. Ja doch, bitte. Jetzt kann ich angreifen. Da ist noch so einer. Ah! Ach, ist das der, der runtergefallen ist, oder was? Ne, da geht's runter. Schon mal jetzt erstmal dieses Item hier. Ach, muss ich vielleicht sogar da runter? Oh. Oh. Hallo! Der ist runtergefallen, der wird jetzt wahrscheinlich gleich wieder hochkommen. Ja, komm her. Komm einfach her, wenn du ein Problem hast.
Okay. Na, mir ist hier ein bisschen wenig Sonne, mein Freund. Da drüben liegt ein Item. Da unten liegt ein Item. Kann ich dich da irgendwo runterdroppen lassen zu dem Item? Muss der hier irgendwo sein, ne? Nein, da muss es einen anderen Weg geben. Boah, bin ich froh, wenn ich hier raus bin. Ah, da unten. Okay. Oh! Okay, der kriegt gar nichts mit. Finde ich super. Nein, 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 nein. Abartig nerviges Gebiet. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Und es geht immer weiter nach unten. Pass auf, Labyrinth. Das sieht es. Das. Bevor ich das entfache, will ich erst wissen, dass es ein wichtiges. Nein. Nein, ich Idiot. Ich Idiot. Ich hab am Feuer gerastet. Ich geh jetzt nochmal ans Feuer und lauf da nicht den falschen Weg. Bitte funktioniert das. So, und jetzt nicht rechts rum hoch, sondern hier runter. Das sind drei von denen. Das ist doch das unsicherste Feuer aller Zeiten. Oh, der ist runtergefallen. Wenn da jedes Mal so ein Riese
und so ein Vieh kommen. Okay. Und hätte ich eben das Feuer entfacht, hätten wir drei Menschen... Ah ne, ich war ja schon tot. Ich war ja... Ach Gott, ich war ja... Bin ja schon mal gestorben. Ja, das muss ich auf jeden Fall entfachen. Stark die Menschlichkeit aus. Nein! Oh Gott. Naja, vielleicht müssen es auch nicht immer direkt 20 Flakons sein. Komm ich darüber. So, warte mal. Das Vieh ist doch hier. Zum Angreifen kommt, dann geht's ja. Die halten ja nicht viel mehr aus als die jetzt hier. So. Da werden die schon mal aus dem Weg geräumt. Und jetzt geht's wieder da runter. Die einzeln anlocken. Okay, das hat gut funktioniert.
ist ein Item. Ist das das Item? Das ich die ganze Zeit gesehen habe. Runter. Natürlich versuche ich es mit Springen. Oh. Ja, aber ich werde ja wahrscheinlich nirgendwo anders rauskommen, wo ich mit der Leiter nicht auch hinkomme. Ich kann ja jetzt mit der Leiter runter. Und das sehe ich irgendein Secret. Ne, da wäre ich hier gelandet. Versuch's mit Hoffnung. Ja, ja. Viel mehr bleibt mir hier unten ja nicht. Bin ich jetzt? Ah, da ist so ein. Paladin Leroy. Ja, und wo? Leroy Jenkins. Da ist er doch. Hallo, Leroy. Hommage an diesen guten Mensch ist Leroy Jenkins. Ich glaube, der legendärste WoW-Charakter aller Zeiten. 21.000. Oh. Da habe ich ja sogar relativ viel gekriegt. Aber wo geht's jetzt weiter? Hier geht's in eine Höhle. Und da vorne ist da Ende oder passiert hier noch irgendwas? Ich kann mir vorstellen, wenn ich hierher gelaufen wäre, dass ich da gegen Leroy hätte kämpfen müssen, was glaube ich ziemlich unangenehm gewesen wäre. Wo bin ich hier? Ich sollte gucken, wo ich hinlaufe, wenn ich noch einen Meter Platz habe. Na gut, und da geht's wieder ins Dunkle. Aber hier ist es zumindest nicht ganz so dunkel wie die ganze Zeit. Was passiert? Habe ich mir da einen hübschen Kerl zusammen erstellt. Hallo, würdest du... Ach, ich bin ja noch im Menü! Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass mir die Sonnenlichtmade hier sehr viel weiterhin... Deswegen ziehe ich einfach meinen anderen Helm wieder an. Der hier? Hm, könnte sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, bei mir spielt die Rüstung eh keine allzu große Rolle. Da schießt da noch jemand auf mich. Weg. Ah, da ist so ein Riesenskelett-Bogenschütze. Ah.
gibt Momente, da hasse ich dieses Spiel. So genial, wie ich es finde, aber es gibt einfach Momente. Da hasse ich es. Gott.